Gut, schauen wir uns mal Jansky an. Oh, wow. Lass mal gucken, was Jansky da fabriziert hat. A, letzte Woche und B, diese Woche. Bevor wir uns ins Auto reinschmeißen. Jansky Schmansky. Oh, das sieht schon wieder. Das sieht schon wieder sehr interessant aus, was hier auf dem Thumbnail zu sehen ist. Das ist übrigens die Folge der letzten Woche. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Jansky übrigens auch habe ich im Real Life getroffen diese Woche mit Jan Biermann. Schon heiße Typen, ne? Muss man sagen. In der heutigen Folge gibt es Dive Bombs mit Ankündigung. Boah, time to dive. Time to shine. Dive Bombs werden angekündigt. Jetzt und ich hier die Dive. Und Marco ist enttäuscht. Ernsthaft, ne? Die Frage ist, Entschuldigung, irgendwie wird Marco immer nur reingeschnitten, wenn er enttäuscht ist. Kann das sein? Können wir mal so eine Folge haben, Marco ist enttäuscht? Jansky, ich denke, du hast doch da so bestimmt einiges an Material. Marco ist enttäuscht. Moin, moin, Leute. Moin, moin, Leute. Marco ist heute mal ausnahmsweise enttäuscht. Was ist denn jetzt los hier? Hier. Oh, kratz hier mal das Ohr, hol mal richtig raus, da die Wurst, die da drin ist. Hm, nochmal schön schütteln, dass man noch ein paar Haare da. Fantastisch. Gut. Oh oh. Ah, nein, 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 nein. Durchgekommen? Digga, ich hatte so Angst. Ich sehe nur 12 Autos. Ich hatte so Angst, dass einer vor mir aufpoppt. Ey, da habe ich gerade so Schwein gehabt. Oh. Oh, er tötet den nächsten, Mann. Oh Gott, schnell weg hier. Oh, jo. Ach du Scheiße. Oh. Nee, Mizi. Nein. Du kannst dich jetzt nicht auf die Tastatur legen. Ich muss hier gerade Jansky gucken. Ich mache hier gerade Content. Verstehst du? Dass du was zu essen kriegst. Also Nahrungsmittel. Das, was du dir jeden Tag zweimal reinpfeifst. Dieses edle Zeug, was du dir über deinen Rachen einführst. Kann ich das jetzt machen? Cool. Schön, dass du das Jansky wieder Video auf den Start zurückgebracht hast. Fantastisch. Okay. Oh, er tötet den nächsten, na, Mann. Oh Gott, schnell weg hier. Oh, jo. Ach du Scheiße. Oh. Erweiterte Last to First Challenge. Have to reactivate it. Oh, Junge, habt ihr den Dings gesehen? Der eine ist frontal. Frontal in den Mercedes reingefahren. Porsche zum Abschuss freigegeben, zünd die Dive. Jetzt zünd ich hier die Dive. Eine Todesdive sehen. Hoppa, ups, da habe ich mich doch glatt ein bisschen verbremst. Da hatte ich leider einen kleinen Kontakt mit Miluti. Geht die Zeit wieder los, wo wir das ankündigen? What the f***? Natürlich, Alter. Natürlich. Oh? Mal den Kevin Estre gemacht. Junge, das ist das geilste Race, was ich jemals in der RTC hatte, Multiclass. Das ist ja so wild hier. Aber was ist das hier für eine... Was ist das hier für eine Scheiße, Digga? Ja, wo soll der denn hin? Soll der sich wegbeamen oder was? Ich weiß nicht, ob es fair war. Es war chaotisch. Ich habe mich durch eine Lücke gequetscht, die eigentlich zu klein für mein Auto war. Bro! Oh, ja. Scheiße. Bro, diese ATC-Physik, ich hasse sie wie die Pest, diese alte Scheißphysik, Mann. Das ist doch einfach nur ein Witz, Mann. Können wir das rauspiepen, Paul? Bitte? Wir müssen jetzt nicht noch weiter Öl ins Feuer kippen. Einfach rauspiepen. So piep, 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 piep. Oder den Delfin. Oder wie auch immer der hat. Ja, das war kein Delfin. Okay. Okay, es war kein Delfin. Es war einfach eine Hexe. Ich habe mal 10 Sekunden. So, ist doch super. Ich finde Hans einfach nicht mehr bei YouTube, das ist so belastend. Jo, perfekt, kriegen wir noch eine Strafe. Perfekt. Opa! Ah, Junge! Die Nitro, das... Die in ihrem eigenen Nitro Cup. Ah, schau, plus 0, plus 5. Ah, perfekt. Weißt du, was der ganze Witz an der Geschichte ist? Wir machen Pitstop-Race und stehen zweimal schon mal 10 Sekunden länger an der Box. Warte mal, sehe ich dann alle Tim Heinemann? Das hat letztes Mal gar nicht funktioniert, das, die Sim. Hat er die neu installiert? Oho. Machen eine Strafen-Race, Oh, das ist so lächerlich. Silverstone! Ernsthaft, ne?
Junge, was ist das denn für ein Pech? Schön einen mitgekriegt. Vielleicht musst du mal keine Crash oder Funny Moments Compilation machen, sondern eine Epic Moments Compilation. Die Compilation ist hiermit vorbei. Niklas, my brother, du hast auf jeden Fall keine gute Zukunft. Also falls dir früh das Haar ausgehen sollte, weiß jetzt nicht. Also man könnte sagen, du hast jetzt den Blätten gemacht, aber ich muss wirklich, und das meine ich nicht böse, Niklas, aber Blätten sieht besser aus mit, also ohne Haare. Das kann ich mich nicht dran gewöhnen. Du siehst halt so schnieke aus mit deinem vollen, voluminösen Haar. Boah. Ja. Was hat Ballsy, Alter? Alrighty then. Oh, gesnackt. Oder war das ein Move? Das war wild. Äußerst wild. Noah, time to dive. Time to shine. All three wide. Three wide. Oh, ja, Mann. Ja. Das war klar. Okay. Was? Das ist nur eine 8,5 von 10? Wow, Jansky. Moments. Und jetzt Kupplung, Kupplung, Kupplung. Komm, Mann, Überholmanöver hier. Aber ein geiles, Junge, geiles. Ah, schöne Grüße gehen raus an Dennis Schöninger, den ich gestern lieben gelernt habe, als er mir gesteckt hat, dass Spa nicht seine Favoritenstrecke ist. Und er Paul Ricard mag. Danke, Dennis. Danke, wirklich. Mir ging gestern ein Herz auf, das endlich mal aus dem Mund eines anderen Menschen zu hören. Vielen Dank, Dennis. Ah, das geht runter wie Öl. Oh, aber noch am Leben. Hey, Bruder. Alter. Hey, hey. Ja, los, klar. Oh, Bruder, Mann. Oh no. Kein Scheiß. Okay. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Right side, clear right. Okay. Alrighty, der war gut. Oh, Digga, was mach ich jetzt? Noch 3 wide machen? Muss eins, oder? Mhm, alright, alright. Der Bentley, ich will das Bentley, ich möchte so gerne, dass Bentley wiederkommt. Oh, mit Bumpdraft. Ich bin jetzt E-Sportler, Jansky. Alrighty. Kommen wir doch mal zum angenehmen Teil dieser Veranstaltung. Fallen! Ah. Ja. Komm! Ich mach ein Comeback direkt in Rookies, Alter. Ich kann das nicht mehr. Oh no, Content. Wieso Rookies? Moment mal, was? Warte mal kurz, wieso Rookies? Blätten ist in Rookies? Wow. Jetzt kommt die Dive! Oh mein Gott, oh mein Gott! Clear on the right. Ja, ich bin back! Nicht mit mir! Nicht mit mir, Freunde! Ruhig bleiben, ne? Ich bin sowas von weg. Papa ist zu Hause. Sag ich, wie es ist. Ich lieb's. Ich liebe alles hier ran.
Boah, ist das geil, Alter. Ich bin gerade schwanger geworden. Ich sag's dir was. Ich dachte, der fährt jetzt einfach los. Warum ist Bletten bei Rookies? Hat er sein Safety Rating? Warte mal, hat Bletten einen Bann gekriegt und ein Safety Rating Reset? Muss ja. Was ja, ist da? Deswegen bist du so lange. Deswegen bist du iRacing Road gefahren. Aha. Das war, bevor ich zu iRacing gegangen bin, weil ich nur auf die Schnauze bekommen habe. Nee, war kein Bann. Ich bin angekommen. Oh. Wir haben versucht später zu bremsen. Oh, das war mein Bad. Holy shit. Ich habe extra aufs Radar geguckt. Das war meiner. Oh nein, 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 nein. I'm sorry. Clear on the right. Komm, feine. Ah, my life. Nur das Auto auf der Strecke halten, der Rest ist zweitrangig. Copy. A few inches later. Wir sind tot. Ja, da war die Pfütze. Bye, have a great time. Digga, warum machst du 3 wide? Oh, Digga, warum machst du 3 wide? Ich find's sag nicht. Sag doch was, wenn's nicht willst. Aber Digga, wir haben doch gerade gesagt, halt das Auto auf der Strecke, du machst ein 3 wide durch die Pfütze auf. Nicht so eine gute Idee in der Pfütze. Ja, schöne Runde, Lukas. Das ist so... Ich das? Oh, nee. Kann ich das bitte nochmal sehen? Hatten wir nicht schon mal so einen Fall? Ja, schöne Runde, Lukas. Das ist so... Oh, no. Oh, Lukas. Ay, caramba. Ole. Das... Machen wir Leute und... Nee, nicht nochmal. Das war jetzt nicht so geil. Ui. Wild? Der Schrei hat, Leute, der Schrei hat mir alles gegeben. Nee, Mann, Jans, hier beruhig dich doch mal bitte. Sei doch nicht heute gleich so aufdringlich, nur weil ich eine Woche nicht geguckt habe. Mann!